Einen wunderschönen guten und frühen Sonntagmorgen aus der Lübecker Kreissporthalle. Ich hoffe, der Kaffee ist gekocht, der Kakao aufgesetzt und es kann losgehen mit bester Fußballunterhaltung. Vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer ja auch sogar schon Karten noch für heute ergattern können. Gönnt sich aber das erste Spiel noch bequem zu Hause, bevor es dann losgeht in die Kreissporthalle. Anpfiff im letzten Gruppenspiel für die Mühlis. Heute Morgen gegen Hertha BSC Berlin. Schiedsrichter René Pascal Wagner von Tura Espelkamp hier in diesem ersten Spiel des Tages. Halle ist schon sehr, sehr ordentlich gefüllt. Mehr als die Hälfte der Plätze ist bereits besetzt. Also viele Frühaufsteher in Lübbecke, die heute schon von Anfang an auch live mit dabei sein möchten. Tag 1 war für die Mühlis so ein bisschen schwankend. Eigentlich eine gute Leistung gegen Werder Bremen gezeigt, gerade in der Offensivleistung. Unglücklich 4-2 verloren. Und dann setzte es die klare 1-5 Niederlage gegen FC Bayern München. Wobei das keine Schande ist, denn da waren sich gestern auch nochmal alle einig. Die Bayern sind hier einer der ganz großen Favoriten auf den Fürther Cup 2016. Insgesamt präsentieren sie sich sehr, sehr stark. Das mussten auch die Berliner spüren, denn sie verloren ihr Auftaktspiel mit 0-4 gegen die Bayern, um dann gegen Werder Bremen einen 3-1 Sieg einzufahren. Also die Berliner werden vielleicht alles versuchen, um noch auf 6 Punkte zu kommen. Das könnte dann automatisch Gruppenplatz 2 bedeuten, wenn dann die Bayern ihre Hausaufgaben gegen Werder Bremen machen. Jetzt aber erstmal zu diesem Spiel. Die Mühlis haben zum ersten Mal in diesem Turnierverlauf Vincent Lamburn ins Tor gestellt, durfte gestern gegen die Bayern schon eine gute 7 Minuten spielen. Heute startet er dann die Partie von Anfang an. Der Keeper vom FC Preußen-Espelkamp. Sicherlich eine ungewohnte Zeit, gerade hier für die Auswahlspieler um die Uhrzeit. So ein guter Pressball von Sinan Boga, JSG Lohe Bad Oeynhausen. Wenn es gestern ein Manko bei den Mühlis gab, dann war es sicherlich die Zweikampfquote. War sicherlich nicht hundertprozentig zufriedenstellend. Viele einfache Duelle haben sie da verloren, insbesondere gegen Bremen. Bremen musste wenig Tore rausspielen, da reichten dann 2-3 Einzelaktionen. Das ist sicherlich etwas schade gewesen. Aber jetzt die gute Gelegenheit für David Wutzke, der gestern schon ein paar Einschussgelegenheiten hatte. Einziger Torschütze für die Mühlis. Da bis der Jannis Kartenbrink. Ist am Doppelpack gegen Werder. Schoss die Mühlis ja zweimal in Führung. Das Ehrentor gegen die Bayern war ja ein Eigentor. Freistoßschuss für Hertha BSC Berlin. Abschlussversuch, aber Lamburn hat den Ball und gewechselt wird. Ist der Ball nicht gut rausgespielt. Ja, das Kapitän Benjamin Gretz am Ball. Dennis Chung. Jetzt muss der Ballgewinner vorgehen. Jawohl. Ballgewinn Mühlis 2 gegen 2 Gleichzahl. Der doppelte Torschütze von gestern war übrigens nicht Jannis Kartenbrink. Wir haben ihn etwas zu früh in den Himmel gelobt. Das ist jetzt Clemens Struck. Auch er gestern fast verzweifelt an Christian Früchtl, dem Torwart des FC Bayern, der dreimal fantastisch parierte. Wieder Eckball. Die Mühlis, nein, Wagner gibt Abstoß vom Tor der Berliner.
Niederleistung gestern außerordentlich gut. Konnten aber gerade mal mit Jörg Uphoff sprechen. Er sagte, die Teams sind natürlich am Samstag auch noch etwas gelassener, was solche Entscheidungen angeht. Heiß hergehen wird es dann nachher in der K.O.-Phase. Fünf Minuten sind rum und die Mühlis halten das 0:0 ohne eine große Möglichkeit zuzulassen. Wir machen das ordentlich. Aktiv gegen den Ball. Gewinnen jetzt auch einige Zweikämpfe. Ja, jetzt ist wichtig, dann immer wieder dahin zu kommen. Distanzschuss, aber Lambern ganz sicher. Wieder guter Ballgewinn von Jonas Kalburg. Sich jetzt noch fragt, ja, wer war denn gestern der Doppeltorschütze der Mühlis? Während ihr Lambert nochmal gut pariert gegen Florian Schulz. Also Doppeltorschütze war Finn Thielemann. Wieder Schulz. Auf Grätz, jetzt aber der Ball gewinnen. Das müsste David Wutzke sein, der den Ball aufs Tor bringt, aber Maximilian Gurschke pariert diesen Abschluss. Jetzt wichtig die Umschaltbewegung nach hinten für die Mühlis. Guter Druck da von Jonas Kalburg. Spiel auf dem FC Preußen Espelkamp. Und der Ball ist mal geklärt. Dennis Chung jetzt für die Berliner, aber gut geblockt hier. Und geklärt. Fabian Rabach. Einer der Spieler auf der FC Preußen als bekam, die vor einer Woche den heimischen Fohlen Cup gewannen. Die Kreismeisterschaft der A- und B-Junioren hier im Kreis und der FC Preußen wurde da als Landesligist seiner Favoritenrolle gerecht. Wieder Rabach. Jetzt gutes Luftduell da von Rabach. Auch er heute mit einer wesentlich besseren Zweikampfquote. Jetzt aber die Berliner gut freigespielt, aber dann war es Mika vorne da. Geklärt. Und jetzt Rabach. Die Gelegenheit 2 gegen 1. Gut gespielt. Das ist Wutzke. Der etwas lange braucht in der Ballfahrt, aber trotzdem abschließt. Aber dann ist Gurschke da und pariert den Ball. Rabach jetzt an der Bande. Wollte den mal rüberbringen. Aber gute Aktion, Herr Mühlis. So muss es gehen. Ballgewinne. Hinten schnelles Umschalten und ab die wilde Fahrt. Vors Tor. In den ersten 9 Minuten kann man den Mühlis hier auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeugnis ausstellen. Sind auf jeden Fall wach aus den Federn gekommen. Diese Duelle an der Bande sind wichtig, sie zu gewinnen. Da haben sie gestern nicht gut ausgesehen. Hier sehr gut jetzt von Mika Vorneder. Da hat ein Pass nach außen gereicht, eine Körpertäuschung und dann der Abschluss. Hier der Abschluss von Hertha Lambern. Pariert. Macht ein gutes Spiel. Jetzt Wutzke. Geht ins 1 gegen 1, aber dann hätte er die Überzahl spielen können. Jetzt dafür die Mühlis in Unterzahl. Aber wieder Lambern. Macht ein tolles Spiel. Ja,
jetzt wichtig, wach zu sein bei diesem Eckball. Gut gespielt und dann reicht die Standardsituation. Dennis Chung. Ja, das sind diese unnötigen Gegentore. Das ist alles zu verteidigen. Ein Schritt vorm Mann und dann. Ist erledigt, aber egal, die müde sind im Spiel. Jetzt den Kopf verlieren, genauso weitermachen. Und dann wird es die Möglichkeiten geben, vielleicht dann doch noch den Ausgleich zu erzielen. Und vier Minuten noch zu gehen. Mühlis würden sich als Gruppenletzter dann einordnen. Gegen den Tabellenersten der Gruppe 2. Gut rüber gespielt jetzt, aber geblockt. Der Ball von Nico Meyer und Sus Holzhausen. Einer von vielen Kreisliga-Spielern, jetzt reicht das ein Kick, ja, nochmal wieder Lambörn. Tolles Spiel. Wieder Eckball, Hertha BSC Berlin. Diesmal besser aufgepasst da, Clemens Struck. Genauso geht's. Das sind Ziele meiner Doppeltorschütze von gestern. Ball gut rüber gespielt. Das ist wieder Boga. Jetzt die Duelle an der Bande. Wie gesagt, diesen wichtig zu gewinnen. Gute Aktivität da. Auf dem Ball. Gut gelöst. Der Schuh auf bei Miralem Ramic von der Hertha BSC Berlin. Jetzt der Ballfluss vielleicht. Guter Abschluss, aber dann ist Gurschke da. Er ist ein dritter Turniertreffer gewesen, Finn Thielemann. Gute zwei Minuten noch zu gehen. Langer Ball jetzt, Ballbesitz für die Mühlis. 1,40 vor Ende dieser Partie. Der lange Ball, aber gut aufgepasst. Ah, macht den Ball zurückgelegt. Auf Mika vorne da. Boga liegt zurück auf Rabach. Der Ball wieder ins Ausgeklärt. Jetzt fliegen die Bälle. 60 Sekunden. Das ist nochmal von Rabach. Ja, mach jetzt gut Druck da. Wieder Ballbesitz. Wenigstens der Punkt, den hätten sie sich verdient in diesem Spiel, weil sie das sehr, sehr gut machen. Der Ball ist aus. Die Berliner nochmal den Ball. Die Mühlis machen Druck jetzt. Guter Ballgewinner von Boga. Hätte er zurücklegen können.
Jetzt doppeln, jawohl. Ballgewinn, Burger. Jetzt an der Bande. Abschluss mit der Bande. Eigentor! 1-1. Noch 30 Sekunden. Luca Naumann bringt den Ball ins Tor. Das haben sie sich verdient. Und jetzt weitermachen. Wir haben noch 30 auf der Uhr. Vielleicht gelingt dem Leger doch der Sieg. Aber da dürfen die jetzt nicht die Unordnung geraten. Jawohl. Wieder aktiv sein auf dem Ball. Gut von Lambert, ganz stark. Jetzt wieder nochmal der Ballgewinn, aber nein, das war dann unüberlegt. 6 Sekunden vor dem Ende. Immerhin, Achtungserfolg für die Mühlis. Es bleibt dabei. 1-1, immerhin. Respekt und Anerkennung. Beste Turnierleistung für die Mühlis.